We will liberate her body from a place sad and strange where the cherub... The magnum opus. My life's work. Work. She is the angel combustion, becoming flesh or steel, as it is. Since the angel combustion sent me the warrior saint, I am sure of my destiny. Das schnellste, gefährlichste und außergewöhnlichste Ein-Mann-Überlebensfahrzeug, das im Ödland je gebaut wurde. I need peace. The magnum up. The old one to die. A place I call the graveyard. But we must go in the dead of night. The buzzard guardians are away on their wild hunt. Ja, so ein bisschen nachts. Warte, Tab, ah. Wow. Also die Welt ist auf jeden Fall nicht klein. Gast Town. Hier ist Shams Versteck. Was haben wir denn hier? Shams Versteck, Suchbereich. Fahrt zum Friedhof, okay. Cool, mit Slow-Mo. Dann nice. We're low on fuel. But fortunately, with Gas Town comes the blessings of gasoline. We should find enough fuel for us to make it to the graveyard. Scheinen wir Treibstoff zu haben. Over there! Fuel cans! Jemand seine Benzinkanne ist alleine gelassen. Lass mal schön Schrott aufsammeln. Empty. Und. Den Kanister könnte man doch eigentlich gebrauchen. Whoever was here is long gone now. Along with anything of use. There's fuel all around. Keep your eyes peeled. Ooh, a big steel gift box. What prizes do you hold? Benzin ist also überall verteilt. She's out of gas. Ja, sie muss ja jetzt praktisch Benzin sein. Ah, hallo! Und zack, 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 zack. Einfach rein, und zack! Und du kriegst auch eine, komm, zack, zack. So, ruhig, meine Freunde. Gut. Oh, 10-mal Schrott. 8-mal Schrott. Sehr schön. 2-mal optionalen Schrott gibt's hier. Okay. Dann legen wir erstmal hin. Ah, es gibt 2 sogar. Und ein bisschen Schrott. Mehr Schrott. Da haben wir sogar alles gefunden. F anzünden, das ist eine blöde Idee. Hier wollen wir den da hinwerfen. Ach, gar nicht, gut. Wollen wir nicht so oft laufen. Obwohl er relativ schnell läuft mit dem Kanister in der Hand. F halten, tanken. All the way to the brim. Praises, she's full. But let's bring an extra for refueling. Or
blowing something up. Ihr halt keine Staufe, oder so. Let us make haste before the nightly hunters return to their lair. So, na dann, ab geht's weiter. Im Friedhof. Bin ich gespannt, ob wir unterwegs vielleicht noch was sehen, was gar nicht markiert ist. Sowas hier. Keep an eye on the car. Hier gibt's nichts zu holen. Na gut. Ah, was war das? Nobody around. The gate unguarded. The gasoline sink. One blast should split it wide open. So let's make this one count. Soll ich jetzt meinen Treibstoffkanister davor hochjagen? Oh Mann. Ah, vielleicht ein Stückchen weiter. Aha. Exaltations. She's cracked open. We must hurry. Wardens of this place murder on sight. The fiends that tend this catacomb don't like strangers. Dangling man killers everywhere. Tread careful. Baumelnde Menschentöter, also Minen sozusagen. Okay. Ah, watch out. Das Feuer weg ist. Baumelnde Menschentöter, okay. More traps ahead. Ach. Das Fahren ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Irgendwie so extrem indirekt. Jetzt hat unser Auto ganz schön Damage gezogen. Ich glaube, wir werden nach der Mission die Einstellung vielleicht mal ein klein bisschen runtersetzen müssen. Das Gefühl, dass die Frames ja manchmal ein bisschen einsacken. Nur wenn sich das so blöd fahren lässt. Way to get up there is through those cave tunnels.
Get the car in place down here. I'll lower the body onto it. Uns hat gerade jemand beobachtet. Something here. Maybe I could zip down this. Wie kommt der rüber? Andy. Eine Biografie für die Taschenlampe. Okay. Still works too. Und ist er schon wieder. Geh doch deinen roten Punkt, Kumpel, oder? Ist er das? Fällt mir gar nicht, wenn der so rumschleicht. Oh. Gut, die Flasche schön voll machen. Ja, der macht sich schon mal Gedanken über die Zukunft. Warte mal, ich komme mit roten Lampen hier, wo ich uns gesehen habe. Aber trotzdem war jemand. Bonage. Okay. Schwolface. Wild Hunt. Dead Rattle. Nirola. Am besten gefällt mir bis jetzt der Wild Hunt. Der Nirola ist auch nicht schlecht. Ja, die Nirola. Ja, das ist ein F. Oh. Ich bin den. Zu besser, um Angriffe auszuweichen, wenn sie für eine Parade zu stark sind. Was? Nein, warte, der will doch nicht zoomen. Zack, komm. Schwacher Schlag. Ah!
dachte, ich kann mein Leben schnell auffüllen. Oh nein. Und fahren. Ja, nur zu seitliches Rammen, meinen die damit im Fahrzeug? Schon. Benutze rechte plus linke Maustaste, um mit der Schulter auf Schwachstellen zu zielen und zu feuern. Benutze Maustaste, das sei ein plus A, um Fahrzeug diese rechts von dir zu rammen. Ach, plus A, D, okay. Ja, ein Job zum Fortfahren. Shoot for the fuel tank. Okay, okay. Aha, das war seitlich Ram jetzt. Crazies. Yes, Saint, yes, creatures of the underworld, but ponder the prize. Oh ja, sehr schön. Hauptmission abgeschlossen. Magnus Opus. Schumbacke nennt ihn den Magnus Opus. Noch gibt er als Auto nicht viel her, doch er hat ein gewisses Potenzial. Wir haben eine Karosserie gefunden, doch ist noch einiges an Arbeit notwendig, bevor er kampfbereit ist. Reparieren. Hurry up and fix the car. Okay. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ganz praktisch. Wir fahren mal dahin und schauen, was es da Schönes gibt. Tank ist ja noch voll. Mal springen. Oh, das Auto schadet. Oh, nee. Tank, der da wird. Nee, doch, schaden. Ja, doof. Ja, aber Vogelscheuchen. So, was zum Teufel sind Vogelscheuchen? Das Vogelscheuchen da? Lie low here. Ah, der hat mir den Rücken getreten. Drecksack. Komm, gib mir noch eine.
ist ein neuer Schrott, okay. Optionaler Schrott. Schnelles Geld. Suchbereich 100%, okay. Sind irgendwie in der Stufe aufgestiegen. So, das ist eine Biografie. Okay. Er scheint es ja nicht zu geben. Warte, gucken, was ist das? Mal gucken, ob irgendwo ein Tank rumliegt. Prinzipiell bräuchten wir eigentlich Benzin. Wenn wir mit dem Magnus Opus unterwegs sind, könnte das ja dann doch ziemlich nützlich sein. Na gut. Fein, Thumbskins? Thumbskins sind einfache Skins, die sich entweder selbst eine Nahkampfwaffe beschafft haben oder denen jemand eine solche gegeben hat. Obwohl sie deshalb etwas gefährlich sind, genießen sie bei den Buzzard-Clans dennoch geringes Ansehen. Okay. Und jetzt verletzt. Da haben wir irgendwas angerannt. Exakt. Benötigt Brecheisen. Ich bezweifle gerade, dass wir ein Brecheisen haben. Ich hoffe, er ist im Max-Menü. So, das gibt's noch nicht. Deswegen wechselt er mir näher. Ich hab schon überlegt, was für ein Blödsinn steht, wenn ich Max drücke. Okay, also waren wir jetzt praktisch umsonst hier unten, weil wir da nicht reinkommen. Okay, war das? Nahkampfwaffen versuchen zusätzlichen Schaden. Zerbrechen jedoch mit der Zeit. Okay, cool. Jetzt müssen wir uns ab und an mal und diese lustigen Skins was aufheben. Können sie nicht mit ins Auto nehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal lustig. So, dann fahren wir wieder ein Chumps Versteck.
Zu Hause, wo die. Chance Versteck. Ich will eine Brechstange, ich will da nochmal hin. Ja, da bastelt also an unserem Motor rum. Ziemlich großes Versteck für uns zwei hier, finde ich. Unser Hund. Wir haben eigentlich einen Namen. Doch hier eine Biografie. Charaktere. Gibt es ja den Hund nicht? Werkzeuge, Waffen, Rutzkes. Nee. Ist sie, die machen die Biografie über Fernglas, ja? Aber nicht über den Hund. Der bei uns wohnt. Schon ein bisschen mysteriös. I need more than just a body and some wheels. Hey man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Die Arbeit der Rechtschaffung. With the harpoon, Sang, we'll gain entry into many sealed places. May also prove to be useful in battle. How so? Why, we could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels. Okay. Will ich mir jetzt den Schrott hier in seiner Bude zusammensammeln, oder was? Ist logisch. Oh man. Da praktisch die Mission im Versteck. So, we got all we need? Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For it's just there for safe. Okay, da den Wiederhaken. In seinem Bett. Nur zur Sicherheit, natürlich. Absolut nur zur Sicherheit. Ich lager die auch immer dort. Mit Handschuhe angezogen. Weil ja nur mal erwähnen. Ja, eine Harpune könnte echt nützlich sein. Vielleicht kann man die ja sogar während der Fahrt benutzen. Willkommen in der Werkstatt. Hier wird der Magnus-Opus gebaut und angepasst. Die Kategorie Harpune ist mit dem Missionsziel markiert. Gehe nun dorthin und montiere die Standard-Harpune. Okay. Max hat den Widerhaken und genug Schrott beschafft, um die Standard-Harpune anzubauen. Achso, und da muss ich voranschreiten. 15 Schrott, wir haben bis 4. Erfolgreich installiert. Max hat genug geschrammelt, um einen Rammgitter anzubauen. Wähle die Kategorie Rammgitter, jawohl. Baue die Verbesserung Raufstange an. Raufstange für 10 Schrott natürlich. Ah, hier vorne ist er. Okay. Ja, können wir nicht noch mehr anbauen? Mal weiter sein. Mal Story weiter sein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht.
Auch nicht. Wir können da gar nichts machen. Na gut. To stand a chance. She'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. Neue Biografie Harpune. Nachdem die Harpune angebaut wurde, können Max und Jump Bucket damit Teile von gegnerischen Fahrzeugen sowie Tore und andere Hindernisse abreißen. Okay. Natürlich praktisch. Na, jetzt sollen wir uns wohl noch ein paar Nitro-Teile besorgen.